schönen guten Abend. In Heidelberg einen Vortrag zu halten, ist immer etwas Besonderes und es macht mich auch ein bisschen nervös. Natürlich all die Versprechungen, die Herr Kohlhöfer gemacht hat, die hohen Erwartungen, die er geschürt hat, da wird man schon was nervös, ob man dem auch wieder gerecht wird. Aber natürlich bin ich auch nervös in Heidelberg, weil ich hier aufgewachsen bin, zur Schule gegangen bin. Ich habe hier studiert und es ist doch noch ein bisschen etwas anderes. Man weiß, dass in der Audienz, im Publikum Schulfreunde sind, die Schwester, der Nachbar, der Neffe, der Studienfreund. Und irgendwo kennt man sich persönlich und da will man sich natürlich nicht auf der Bühne blamieren. Und gut, das eine. Das andere möchte ich sagen, Herr Kohlhöfer, Sie haben erwähnt den Unterschied zwischen USA und Deutschland. Wenn mich jemand nach dem Unterschied zwischen USA und Deutschland fragt, betone ich eigentlich erstmal die Gemeinsamkeit. Nämlich, wenn es zwei Länder gibt, die hervorragend geeignet sind, um Forschung zu machen, wo man exzellente Forschung nicht nur machen kann, sondern macht, wo Nobelpreiswürdige Entdeckungen gemacht werden, Deutschland und USA sind zwei der allerbesten Länder, wenn nicht sogar die besten. Die Förderung, und inzwischen würde ich sogar sagen, die Förderung von exzellenter Forschung ist in Deutschland dank der Exzellenzinitiative, der Exzellenzcluster und der Förderung durch den European Research Council, ich würde sagen, besser als in den USA. Und auch was die Klarheit der Vorträge betrifft, ich kenne viele deutsche Kollegen, die hier wirklich hervorragend sind. Wir haben voneinander gelernt. Und wir müssen weiterhin voneinander lernen. Und ja, es ist gut, nach Amerika zu schauen und zu sehen, wo können wir uns noch verbessern. Aber Amerika sollte auch immer mal wieder nach Deutschland schauen und zu sehen, was Deutschland aufgrund dieser einzigartigen, langen Tradition in der Wissenschaft vorzuweisen hat. Nun gut, ich möchte nicht politisieren. Der Vortrag für heute ist über kalte Temperaturen. Und ich habe für heute ein paar Spielzeuge mitgebracht, die ich Ihnen zeigen möchte, die Ihnen vielleicht die Generalität der tiefen Temperaturen näher bringen. Aber lassen Sie mich zuerst mal einführen damit, dass tiefe Temperaturen waren schon immer in der Wissenschaft ein Platz, wo man neue Entdeckungen macht. Denn wenn man es schafft, zu Temperaturen abzukühlen, die bisher nicht erreicht wurden, dann kann man Materialien finden, die einen Phasenübergang haben, die neue Eigenschaften haben. Zum Beispiel, wenn es auf der Erde noch ein bisschen wärmer ist, vielleicht wird es ja auch bald wärmer, dann gibt es keinen Schnee mehr. Und die einzige Möglichkeit, Schnee zu erforschen, ist, einen Kühlschrank zu bauen. Und Wissenschaftler haben immer bessere Kühlschränke gebaut und haben deshalb den neuen Schnee gefunden, der erst bei einem Millionstel Kelvin ganz dicht am absoluten Nullpunkt existiert. Und das hat sich in der Geschichte gezeigt. Die moderne Tieftemperaturphysik begann mit Kamerling-Onnes. Er hat es geschafft, als erster Helium zu verflüssigen und damit hat er Temperaturen von einzelnen Kelvin erreicht. Und es gab eine Riesenüberraschung. Er hat Metalle in dieses flüssige Helium getan, und völlig unerwartet, niemand konnte es erklären, die Metalle haben ihren Widerstand verloren und wurden supraleitend. Dieses Phänomen wurde erst 40, 50 Jahre später erklärt. Und er hat dafür den Nobelpreis bekommen. Die Supraleitung war eine überraschende Entdeckung, dank der Fähigkeit, zu tiefen Temperaturen zu kommen. Wenn wir von Kelvin auf Millikelvin, Tausendstel Kelvin gehen, da gab es auch eine wichtige Entdeckung, einen supraflüssigen Zustand in Helium-3, über diese Phasen von Helium-3 und die Phasenübergänge gelernt und diese drei Physiker haben dafür den Nobelpreis bekommen für die Entdeckung im Millikelvin-Bereich. Herr Kohlhöfer hat Laserkühlung angesprochen. Laserkühlung war die Methode, um in den Mikrokelvin, Millionstel-Kelvin-Bereich vorzudringen. Da gab es auch neuartige Entdeckungen und die Pioniere dieses Gebietes haben den Nobelpreis dafür bekommen. Was kommt nach Mikrokelvin?
Nanokelvin. Und Nanokelvin kühlen war etwas, wo ich beteiligt war in den Mitte der 90er Jahren. Und in dem Moment, wo wir die Möglichkeiten hatten, auf Nanokelvin abzukühlen, haben wir auch etwas ganz Neues gefunden, eine neue Form der Materie, das Bose-Einstein-Kondensat. Und wieder gab es den Nobelpreis. Im Moment arbeiten wir an Pico-Kelvin, aber das ist ungeheuer schwierig. Ich meine, Sie alle kennen oder haben gehört von dem dritten Hauptsatz der Thermodynamik, dass es unmöglich ist, an den absoluten Nullpunkt zu kommen. Es ist unmöglich, auf absolut Null zu kommen, aber man kann immer weiterkommen. Nur wenn ich den dritten Hauptsatz der Thermodynamik übersetze, es heißt, es wird immer schwieriger. Jeder Kühlschritt dauert länger, ist mehr empfindlich. Also man muss sich schon was einfallen lassen. Und bisher arbeiten wir dran und so richtig geschafft haben wir es noch nicht. Aber ja, aber wenn wir Pico-Kelvin schaffen, dann kommen die Femto-Kelvin. Die Wissenschaft wird weitergehen. Und mit jungen Leuten und neuen Ideen gibt es immer Fortschritt. Was heute unmöglich ist, wird morgen möglich sein. Gut, wärmen wir uns ein bisschen auf oder kühlen wir uns ein bisschen ab, bevor wir über Bose-Einstein-Kondensation sprechen. Ich möchte ein bisschen Phänomene bei tiefen Temperaturen erstmal zeigen, bevor wir über die ganz tiefen Temperaturen sprechen. Das Wichtige, was bei tiefen Temperaturen passiert, sind Phasenübergänge. Dass Materie schlagartig neue Eigenschaften hat, zum Teil sehr wichtige Eigenschaften wie Supraleitung. Wenn man ein heißes Metall, das unmagnetisch ist, abkühlt, plötzlich wird es magnetisch. Also hat viele nützliche und wichtige Eigenschaften, kommen über Phasenübergänge. Und es gibt natürlich einen Phasenübergang, den Sie alle kennen, das ist, wenn Wasser gefriert. Wenn man Wasser unter den Nullpunkt abfriert, ist es Eis und Eis ist total unterschiedlich im Verhalten wie Wasser. Und das würden Sie sofort sehen, wenn Sie in ein Schwimmbad springen und das Wasser ist gefroren. Gut, reden wir jetzt ein bisschen über Temperaturen. Was ist die tiefste Temperatur, die Sie zu Hause vorfinden? Wie bitte? Super. Hätten Sie es alle gewusst, wie kalt Ihr Tiefkühlschrank ist? Der Tiefkühlschrank ist minus 18 oder ich hätte jetzt aufgerundet auf minus 20. Kennen Sie etwas, was Sie nicht in einem Tiefkühlschrank gefrieren können? Sehr gut. Hier ist etwas, was Sie nicht in einem Tiefkühlschrank gefrieren können. Moment, wo ist die Kamera? Hier. Whisky. Und was ich hier habe, ist Flüssigstickstoff. Ich werde ein bisschen mehr darüber erzählen. Das ist minus 200 Grad, ist ein extremes Kühlmittel. Und jetzt kann ich Ihnen zeigen, dass ich etwas gefriere, Whisky, was Sie zu Hause nicht tun können. Es dauert ein bisschen. Experimente muss man immer Geduld haben. Und manchmal klappt es auch nicht und dann muss man es wieder probieren. Noch ein bisschen länger und dann haben wir Whisky-Eis. Ja, hier sehen Sie, gefrorener, ich muss mal schauen, dass ich die Kamera sehe. Ja, hier sehen Sie gefrorenen Whisky. Okay, das ist minus 20 Grad, Whisky gefriert bei tieferen Temperaturen. Sie könnten Whisky mit Trockeneis, festem Kohlendioxid gefrieren. Trockeneis geht auf etwa minus 78 Grad, wenn ich habe es auf einer Folie, wenn ich mich nicht richtig erinnere. Gibt es etwas, was Sie kennen, was man nicht mit Trockeneis abkühlen kann? Was nicht bei minus 80 Grad gefriert? Benzin, das müsste ich nachschauen. Methan ist natürlich ein Gas. Bis man das verflüssigt und verfestigt, ist bestimmt sehr viele Temperaturen. Aber bleiben wir doch beim Whisky. Whisky hat 50%. Wenn wir reinen Alkohol nehmen, und hier habe ich reinen Alkohol, der gefriert nicht mal bei Trockeneis. Reiner Alkohol braucht minus 100 Grad
Und was ich hier drin habe, ist ein bisschen Methanol. Und jetzt gefrieren wir Methanol. Jetzt gefrieren wir etwas, was also erst bei minus 100 Grad erstarrt. Trocken, Tiefkühlschrank geht nicht mal für Whisky. Und das würde nicht mal mit Trockeneis gehen, aber es geht mit Flüssigstickstoff. Und hier sehen Sie, es ist keine Flüssigkeit mehr drin. Es ist gefrorenes Methanol. Gut. Dann wieder zurück zu... Ja, nur zur Erinnerung, Ihr Gefrierkühlschrank ungefähr minus 20, Whisky braucht minus 26, Trockeneis ist minus 78 und wenn ich sage reiner Alkohol, es kommt jetzt darauf an, welchen Alkohol Sie nehmen, aber die Alkohole, die Sie vielleicht zu Hause haben als Lösungsmittel oder als Reinigungsmittel, sind alle bei ungefähr minus 100 Grad. Und was ich hier habe, Flüssigstickstoff ist minus 200, damit kann ich es gefrieren. Gut, das Wichtige ist, wenn man abkühlt, ändert man die Zustände der Materie. Und das möchte ich Ihnen jetzt an einigen anderen Beispielen demonstrieren. Das eine ist, ich habe hier eine schöne Blume und sogar zwei Blumen. Und mit Blumen verbinden wir etwas Weiches und Schönes. Und wenn wir die Blume mit Flüssigstickstoff abkühlen, dann passiert, was bei tiefen Temperaturen passiert, die Eigenschaften der Blume ändern sich in einer dramatischen Weise. Ich muss etwas warten, damit die Blume auch schön kalt wird. Sie sieht vielleicht noch fast genauso aus, aber sie ist total zerbrechlich geworden, wie Glas. Mit einer Sonnenblume geht es auch. Gibt es Kinder im Publikum, die mir helfen möchten? Gibt es Erwachsene, die noch ein Kind im Herzen sind, die mir helfen wollen? Bitte. Jetzt haben Sie eine schwere Wahl. Sie können sie entweder behalten oder zerstören. Dankeschön. Danke sehr. Haben Sie gesehen, was mit der Blume passiert ist? Jetzt mache ich dasselbe mit meinem Finger. Nichts ist passiert. Und ich möchte dazu was sagen. Flüssigstickstoff ist im Prinzip gefährlich. Und es gibt ganz klare Maßnahmen. Ich hätte eigentlich die Brille, habe ich vergessen aufzusetzen. Man muss Sicherheitsmaßnahmen haben. Aber das Wichtigste ist, wenn etwas gefährlich ist, dass man es total versteht. Ich weiß genau, was mit Flüssigstickstoff passiert. Flüssigstickstoff, wenn ich es über die Hand gieße, verdampft sofort und dann ist ein Luftkissen zwischen dem flüssigen Stickstoff und es fühlt sich nicht mal kälter an als Schnee. Es passiert überhaupt nichts. Ich habe keine Frostbeule. Aber ich habe auch bewusst den Flüssigstickstoff nicht über die linke Hand geschickt, weil ich hier einen Ring habe und ich hätte Angst gehabt, dass der Flüssigstickstoff sich am Ring verfängt und dann hätte ich vielleicht eine Frostbeule bekommen. Also machen Sie das bitte nicht zu Hause. Gut, was haben wir noch hier? Bananen sind normalerweise weich. Und nur um sicherzustellen oder um Ihnen sie zu überzeugen, dass das eine ganz
normale Banane ist. Und jetzt möchte ich die Banane mit Flüssigstickstoff abkühlen. Und dann werden wir sehen, was die Eigenschaften einer sehr kalten Banane sind. Okay. Die Banane ist dick, das braucht ein paar Sekunden. Okay, die Banane ist jetzt total gefroren. Ich möchte Ihnen zeigen, dass ich damit einen Nagel einschlagen kann. Das heißt, wenn Sie unbedingt einen Nagel in die Wand schlagen müssen, aber Sie haben keinen Hammer zu Hause, aber Sie haben flüssig Stickstoff, dann haben Sie eine Lösung. Gut, was haben wir noch? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen subtiler, aber es sind ja auch Physiker in der Audienz. Das ist eine LED. Und diese LED leuchtet, sollen wir uns auf die Farbe einigen? Orange. Was glauben Sie, was passiert, wenn ich die LED mit Flüssigstickstoff abkühle? Anderer Farbton, in welche Richtung? Wenn Sie, wer etwas von LED besteht, findet es wahrscheinlich noch mehr besonders als Leute, die sagen, ja, es ist einfach Farbe und Sie sind überschüttet von Farben. Aber was hier passiert ist, wir haben ein Material, was eine Bandlücke hat und die Bandlücke hat eine Energie und die Energie bestimmt, was das Licht, wie die Farbe des Lichts ist. Und wenn die Bandlücke größer ist, hat das Lichtphoton mehr Energie und ist deshalb bei einer höheren Frequenz. Und was Sie jetzt sehen ist, es ist Grün ist bei einer höheren Frequenz und ich muss es jetzt nur halten, es wärmt sich langsam auf, die Bandlücke wird kleiner und die Farbe sollte sich wieder zurück in etwas gelblich-orange ändern. Nach einer Weile gehen die LEDs kaputt, also besonders gern mögen Sie es nicht. Auch die Farbänderung ist nicht so groß. Das sind vielleicht, sichtbares Licht hat ungefähr 600 Nanometer. Und die Frequenz oder die Wellenlänge verschieben bei ungefähr 10 Nanometer, vielleicht ein paar Prozent. Und ich habe extra ein orangene LED ausgewählt, weil im orangenen Bereich machen ein paar Nanometer Wellenlängenverschiebung einen sichtbaren Effekt. Wenn ich rotes oder blaues Licht genommen hätte, wären ein paar Nanometer für Sie nicht sichtbar gewesen. Gut. Gut, bisher haben wir in diesem Vortrag über verschiedene Temperaturpunkte geredet, Wasser gefriert, drei Eis. Sie haben flüssig Stickstoff gesehen, was bei minus 196 Grad Celsius ist oder 77 Grad Kelvin. Aber hier gibt es noch einen ganz großen Bereich zum absoluten Nullpunkt. Wenn wir also noch tiefer gehen, dann gibt es die folgenden Milestones. Bei 4 Kelvin wird das letzte Gas verflüssigt. Alle anderen Gase, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff sind bei höheren Temperaturen. Das allerletzte Gas, das am schwersten zu verflüssigen ist, ist Helium, weil es das leichteste ist. Und Wasserstoff ist noch leichter. Es ist das leichteste Edelgas und man muss auf 4 Kelvin runter. Eine andere Referenz ist die Temperatur des interstellaren Raumes.
Sie alle wissen, dass das Universum mit dem Big Bang, mit dem großen Feuerball begonnen hat. Und nach etwa 15 Milliarden Jahren hat sich das Universum so ausgedehnt, dass sich der Feuerball, er wird immer kälter, wenn er sich ausdehnt. Und die Ausdehnung des Universums hat jetzt die Strahlung des Feuerballes auf 2,8 Kelvin abgekühlt. Also wenn Sie eine Temperaturreferenz wollen, und ich verwende jetzt die Kelvin-Skala, wo 0 Grad Kelvin der absolute Nullpunkt ist, dann haben wir hier in diesem Raum Zimmertemperatur 300 Kelvin, interstellarer Raum ungefähr 3 Kelvin, das heißt 100 Mal geringere Temperatur. Aber die Temperaturen, über die ich heute reden möchte, sind jetzt nochmal 1 Million oder 1 Milliarde Mal kälter als der interstellare Raum. Also die Phänomene über ultrakalte Gase, Bose-Einstein-Kondensation passieren bei Temperaturen, die 100 Billionen Mal, 100 Milliarden Mal kälter sind als Raumtemperatur. Gut, was ist der Effekt, wenn wir jetzt über Gase reden? Was ist der Effekt von tieferer und tieferer Temperatur? Well, Sie sollten das Bild haben von Gasen. Gasen sind Atome oder Moleküle, die sich bewegen, eigentlich frei bewegen, und immer mal wieder stoßen sie. Was ich Ihnen beschreibe, ist die gaskinetische Theorie, die jeder Chemiestudent wohl gelernt hat oder sogar jeder, vielleicht sogar Highschool-Student. Und die Temperatur bestimmt einfach die kinetische Energie der Atome und Moleküle. Und wenn wir das Gas kälter machen, werden sie langsamer. In dem Bereich, in dem ich forsche, werden Gase von der Geschwindigkeit eines Düsenflugzeugs verlangsamt auf 1 Millimeter pro Sekunde. Das heißt, Gase, die mit der Schallgeschwindigkeit sich bewegen, so schnell wie ein Düsenflugzeug, bewegen sich so langsam, dass sie würden gar nicht mehr in der Stunde meines Vortrags von einem Ende zum anderen Ende dieses Hörsaals fliegen. Jetzt möchte ich, ich habe mir überlegt, wie kann ich Ihnen demonstrieren, dass Gase kälter, dass Gase langsamer werden, dass die Geschwindigkeit langsamer wird, wenn man sie abkühlt. Und ich habe die folgende Idee gehabt. Ich brauche eine kleine Gleichung, um Ihnen das zu zeigen. Für Gase, normale Gase bei normaler Temperaturen, ist der Druck nichts anderes als die atomare Dichte, so und so viele Atome oder Moleküle pro Kubikzentimeter, mal kinetische Energie. Die kinetische Energie ist einfach ein halb mV². Das ist kinetische Energie. Das heißt, wenn ich Ihnen zeige, dass bei tieferen Temperaturen der Druck geringer wird und die Dichte ist entweder dieselbe oder wird auch geringer, oder die Dichte ist dieselbe oder wird sogar höher, wenn der Ballon schrumpft, dann muss die kinetische Energie sich verringert haben. So, mit anderen Worten, wenn ich diesen Ballon nehme und Sie sehen praktisch irgendwie natürlich intuitiv, da ist ein Druck dahinter. Und wenn ich ihn jetzt abkühle, sehen Sie, dass sich der Druck erniedrigt und der Druck in dem Ballon ist proportional zur kinetischen Energie der Moleküle, ist proportional zum Quadrat der Geschwindigkeit. Jetzt sehen Sie, wie der Druck hat sich erniedrigt und jetzt wärmt sich das Gas wieder auf und der Druck kehrt wieder zu dem alten Wert zurück. Gut. Gut. Atome werden nicht nur langsamer, wenn man sie abkühlt. Wenn man sie so tief abkühlt, dass sie fast zum Stillstand kommen, dann passiert ein Phasenübergang. Ein Gas, was einfach langsamer wird, hat noch dieselben Eigenschaften. Es ist nur alles langsamer geworden. Die Schallgeschwindigkeit in einem kalten Gas ist langsamer, aber es hat nach wie vor dieselben Phänomene. Aber wenn ein Phasenübergang kommt, erinnern Sie sich an Whisky, gefriert, gibt es neue Eigenschaften.
Und bei Gasen, bei ganz tiefen Temperaturen, gibt es einen Phasenübergang bei ganz tiefen Temperaturen, dass die Atome sich nicht mehr chaotisch durcheinander bewegen, sondern im Gleichschritt marschieren. Und das ist hier in diesem Cartoon so gezeigt. Ein normales Gas kann man sich vorstellen wie ein Samstagnachmittag auf der Hauptstraße, dass da Leute laufen und zusammenstoßen. Es ist einfach Random Motion, es gibt Friction, Reibung und alles, Dissipation. Aber bei tiefen Temperaturen, wenn der Phasenübergang zu dem sogenannten Bose-Einstein-Kondensat stattgefunden hat, dann laufen alle Leute buchstäblich im Loch, im Gleichschritt. Das ist natürlich nur jetzt ein Bild, was Leute verwendet, um Atome oder Moleküle darzustellen. In Wirklichkeit geht es hier um ein Wellenphänomen. Atome, Moleküle, eigentlich alles, auch Sie und ich, haben aufgrund der Quantenmechanik auch einen Wellencharakter. Es ist nur, dass im täglichen Leben der Wellencharakter keine Rolle spielt und wir behandeln uns gegenseitig nicht als Wellen, sondern als Leute, ja. Während im tiefen Bereich für Atome ist der Wellencharakter dominant und man kann dann dieses im Gleichschritt marschieren so interpretieren, dass die Wellen synchronisiert sind oder dass die Wellen konstruktiv interferieren. Oder man kann es so verstehen, dass der Unterschied zwischen alles durcheinander, den sieht man bei der Glühbirne, wenn das, die Glühbirne Lichtphotonen in alle Richtungen in vielen Moden des Lichtes emittiert und ein Laser ist, kann man beschreiben als ein Licht in einer einzelnen Mode oder Licht, wo alle Photonen kohärent sind, im Gleichstrahl schwingen. Und genau denselben Unterschied wie zwischen normalem Licht und dem Licht einer Laserlicht, der Unterschied ist analog zu dem Unterschied zwischen einem normalen Gas und diesem speziellen Gas bei ganz tiefen Temperaturen, das durch den Phasenübergang der Bose-Einstein-Kondensat, der Kondensation gegangen ist. Ich werde Ihnen bewusst in diesem Vortrag nicht beschreiben, wie man Gase auf diese ganz tiefen Temperaturen abkühlt. Das ist sozusagen die Technologie, die hat man geschaffen. Aber ich möchte Ihnen ein bisschen den Eindruck geben, wie sieht es am Ende aus, wenn man mit diesen kalten Gasen experimentiert, wie sieht es in unserem Labor aus. Hier sehen Sie am MIT eine Maschine, eine Vakuumkammer. Innerhalb der Vakuumkammer, da spielt sich alles ab und außenrum ist jede Menge Optik, Magnetspulen und alles, was man eben braucht, um die Kühlung zu kontrollieren und dann auch zu beobachten, was vor sich geht. Hier sehen Sie ein anderes Experiment. Sie sehen ganz dicke Kabel. Wir brauchen sehr hohe Ströme, um starke Magnetfelder einzustellen. Wenn man starke Ströme hat und die Ströme durch Spulen fließen, braucht man Wasserkühlung. Hier sehen Sie blau jede Menge Wasserkühlung. Aber das Zentrum der Apparatur ist wieder die Vakuumkammer. Hier sehen Sie ein Fenster. Hinter diesem Fenster ist ultrahohes Vakuum und da befinden sich die eiskalten Atome. Wir brauchen Laserlicht. Oft ist das Laserlicht Infrarot oder UV und ist nicht sehr sichtbar. Aber in diesem Experiment haben wir drei sichtbare Laser eingesetzt, gelb, grün und rot. Und es ist eigentlich wunderbar, dann ins Labor zu gehen und all diese Farben zu sehen. Das gelbe Laserlicht ist für Natrium, weil die charakteristische Farbe von Natrium ist gelb. Das weiß ja wohl jeder in Heidelberg, weil im Bunsenbrenner, wenn man Bunsen und Kirchhoff haben in Heidelberg die Flammenspektralanalyse erfunden. Wenn Sie also ein unbekanntes Salz haben und das in einen Bunsenbrenner tun und leuchtet gelb, dann wissen Sie, das ist Natrium. Und wenn er rot leuchtet, dann kann es Lithium oder Rubidium sein. Und da wir hier mit Lithium arbeiten, brauchen wir rote Laser. Und der grüne Laser, der ist für spezielle Aufgaben. Und hier sehen Sie kalte Natriumatome, die sind in der Mitte der Vakuumkammer. Das sind Laserstrahlen und die Laserstrahlen kühlen die Atome, was ich Ihnen nicht erklärt habe. Aber plötzlich sehen Sie, dass in der Mitte aus diesem Dampf sich diese kleine Kugel buchstäblich herauskristallisiert. Diese kleine Kugel, die leuchtet, sind leuchtende Natriumatome, aber sie sind bei einer Temperatur, die 1000-mal kälter als der interstellare Raum ist. Es ist noch viel zu warm für Bose-Einstein-Kondensation. Wir müssen noch auf Mikrokelvin und noch kälter werden. Aber an diesem Punkt sehen Sie noch buchstäblich mit dem bloßen Auge die kalten Atome 1000-mal kälter als der interstellare Raum. Ich habe Ihnen einen Blick ins Labor gezeigt. So sieht es mit der experimentellen Apparatur auf.
Aber wie man sich das dann vorstellt als Cartoon, ist das folgende. Hier ist die Vakuumkammer und in der Mitte der Vakuumkammer hat man 100.000 Millionen oder 10 Millionen sehr, sehr kalte Atome. Und diese kalten Atome werden im Zentrum der Vakuumkammer zusammengehalten. Wir können sie nicht in irgendeinen Behälter tun, weil es gibt keinen Behälter in der Welt, den wir abkühlen können. Wir können nur die Atome selber kühlen. Deshalb besteht unser Behälter aus elektrischen und magnetischen Feldern. Also sozusagen, wir haben inhomogene Magnetfelder, die Atome sind, wenn sie ein ungepaartes Elektron haben, auch magnetisch. Und dann werden die Atome, wenn sie sich rauf und runter, links und rechts, vorwärts, hinter, in jede Richtung, in der sie sich bewegen wollen, werden sie mit einer Magnetkraft zurückgeschubst. Und das ist buchstäblich ein magnetischer Behälter. Wir nennen es eine magnetische Falle. Jetzt, wie kann man was messen, wenn man es nicht anfassen kann? Nun gut, wir haben immer die Möglichkeit, Laserlicht zu verwenden. Und lassen Sie mich einfach illustrieren, wie wir Temperatur messen. Temperatur ist ein Maß für die kinetische Energie. Und kinetische Energie ist bestimmt durch die Geschwindigkeit. Das heißt, wir wollen wissen, was ist die Geschwindigkeit dieser Atome. Und die können wir ganz einfach so messen, indem wir diesen Kasten aus elektrischen und Magnetfeldern einfach ausschalten. Wir schalten den Strom in den Magnetspulen aus, dann haben wir keinen Kasten mehr und dann können sich die Atome frei ausdehnen mit ihrer charakteristischen Geschwindigkeit. Und dann schalten wir kurz einen Laser ein, die Atome streuen Licht und mit einer digitalen Kamera sehen wir ein Schattenbild. Wenn wir also ein solches Schattenbild haben, und wir wissen genau, alle Atome haben hier in der Mitte, waren sie in einem magnetischen Kasten, Und dann gab es eine gewisse Zeit, in der sie sich ausdehnen durften, vom Abschalten des Kastens bis zu dem Moment, wo wir das Bild genommen haben. Und dann wissen wir genau, dass die Geschwindigkeit, die mittlere Geschwindigkeit in der Wolke, der mittlere Radius der Wolke ist, dividiert durch die Flugzeit. Das heißt, wir können ganz einfach ballistisch die Geschwindigkeit beobachten und dann, wenn man die Geschwindigkeit kennt, kennt man die kinetische Energie und damit die Temperatur. Und dieses Verfahren, das braucht keine Kalibration, das ist die absolute Realisierung der Definition der Kelvin-Skala und so messen wir Temperaturen im Mikrokelvin- und Nanokelvin-Bereich. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass wir mit dieser Methode auch den Phasenübergang zur Bose-Einstein-Kondensation beobachtet haben. Was wir also gemacht haben, ist, wir haben ein Gas immer kälter gemacht und haben uns diese Schattenbilder angeschaut. Also mit anderen Worten, wir kühlen ein Gas ab, wir lassen es sich ausdehnen, wir beobachten das Schattenbild. Und dann, ein paar Sekunden später, diese Atome, die fliegen an die werden dann von unseren Pumpen natürlich entfernt, die haben ihre Arbeit getan. Aber ein paar Sekunden später können wir eine andere Atomwolke aus unserem Atomofen herauslassen, abkühlen, aber diesmal kühlen wir sie ein bisschen kälter. Wie sieht das Schattenbild aus? Etwas kleiner. Und jetzt möchte ich eine Serie von Bildern sehen, wo wir ganz im Mikrokelvin-Bereich sind, ganz dicht an der Bose-Einstein-Kondensation und Sie sehen, wie der Schatten kleiner wird. Und das sehen Sie jetzt. Der Schatten wird kleiner, die Atome werden kälter. Aber plötzlich passiert was. Der Schatten wird nicht nur kleiner, da bildet sich was in der Mitte, wie der Kern in einer Kirsche. Und plötzlich bleibt nur noch der Kern zurück. Und wenn Sie genau hinschauen, der Kern ist oval und die Wolke war rund. Ich spiele sie nochmal vor und dann erkläre ich es. Die Wolke ist erst kreisrund. Und plötzlich tritt was auf, und zwar zwei Sachen. Die Kreissymmetrie wird gebrochen. Plötzlich gibt es was Unsymmetrisches. Das ist für einen Physiker immer ein gutes Zeichen. Und auch plötzlich ist die Wolke nicht mehr durch eine Funktion zu beschreiben, sondern durch zwei. Es gibt eine Bimodalität, es gibt sozusagen den Kirschkern und das Kirschfleisch. Was hier passiert ist, das waren die Originaldaten für unsere Veröffentlichung, wo wir zum ersten Mal Bose-Einstein-Kondensation gesehen haben. Also
diese Bilder waren ein großer Teil, waren ein großer Teil des Grundes, warum ich den Nobelpreis bekommen habe. Das war die Beobachtung dieses Phasenübergangs und die Herstellung der Bose-Einstein-Kondensation. Sie haben gesehen, plötzlich passiert was. Das ist ein Phasenübergang. Was Sie auch gesehen haben, ist, dieser Schatten ist ganz klein. Das heißt, diese Atome buchstäblich dehnen sich nicht mehr aus. Die sind ganz, ganz kalt. Und in einer gewissen Weise hat das Bose-Einstein-Kondensation schlagartig die Eigenschaften von etwas, was fast buchstäblich am absoluten Nullpunkt ist. Und das Zweite, was Sie gesehen haben, ist, da tut sich was mit der Symmetrie. Und die Erklärung ist die folgende. Ich habe Ihnen bisher nicht gesagt, dass unsere magnetischen Kasten nicht rund sind, sondern die sind elongiert. Das hat was mit Maxwell-Gleichung zu tun. Es ist so viel einfacher, aufgrund der Gleichungen für Magnetfelder elliptische Kasten zu bauen. Aber bei hohen Temperaturen, wenn das Gas ein normales Gas ist, dann bewegt es sich in alle Richtungen und es spielt keine Rolle, ob ursprünglich die Verteilung zigarrenförmig oder rund ist, das Gas dehnt sich gleichförmig in alle Richtungen aus, weil in der thermischen Verteilung jede Geschwindigkeit, die Geschwindigkeitsverteilung isotrop ist. Aber das Bose-Einstein-Kondensation, da bewegen sich die Teilchen im Gleichschritt und ich vereinfache es jetzt, aber es ist trotzdem korrekt, wenn man dann einen elliptischen Kasten hat, dann sind die Welle, die das Bose-Einstein-Kondensat beschreibt, ist elliptisch und das sehen Sie direkt hier. Gut, jetzt möchte ich erst mit ein paar Bildern und dann experimentell Ihnen zeigen, was ist, dass man beobachten kann, dass Teilchen im Gleichschritt marschieren. Bisher habe ich Ihnen gezeigt, Bose-Einstein können so spannend, kalt, elliptisch, klingt alles ganz gut. Als Physiker kann man da jede Menge rausholen. Man kann exakt beschreiben, was passiert. Man kann den Radius der Ellipsen vermessen. Theoretiker können Rechnungen machen. Da lernt man schon jede Menge. Aber jetzt, was ich als eben eine ganz besondere Eigenschaft, die wir wirklich sehen wollten und die ich Ihnen heute auch darstellen möchte, ist, dass die Tatsache, dass sich Atome jetzt im Gleichschritt bewegen. Und im Gleichschritt bewegen hat auch viel zu tun mit Superfluidität und Supraleitung. Wenn Atome oder Elektronen sich im Gleichschritt bewegen, dann gibt es keine Reibung, dann gibt es keinen Widerstand, dann gibt es keine Dissipation. Also das Phänomen, dass Atome sich wellenförmig synchronisieren, das ist wirklich das Prinzip, dass Materialien die ganz speziellen Eigenschaften der Supraleitung gibt, die auch technische Bedeutung haben. Und das möchte ich jetzt in den nächsten 20 Minuten oder so als in den Mittelpunkt stellen. Erstmal für die Atome. Wie weist man nach, dass Atome im Gleichschritt marschieren? Well, Atome sind eine Welle, also es geht darum zu zeigen, dass sich die Atome kohärent verhalten oder wie eine einzige Welle. Und das zeigt man in der Physik, dadurch Wellen macht man oft sichtbar, dass man ein Interferenzmuster erzeugt. Und das möchte ich Ihnen hier illustrieren. Wenn Sie rote Farbe haben, die keine Welleneigenschaften zeigt und Sie haben zwei Farbbeutel, die Sie an die Wand schmeißen, dann sehen Sie, wenn sich diese zwei Farbflecken überlagern, natürlich, was erwarten Sie? Rote Farbe und rote Farbe gibt dunklere rote Farbe. Aber jetzt machen Sie das mit zwei roten Laserstrahlen, dann sehen Sie etwas ganz anderes. Dann sehen Sie ein Interferenzmuster und da gibt es helle und dunkle Streifen. Das heißt, es gibt hier Bereiche, wo man sagt, hell und hell ist sogar ist heller, aber dann gibt es Bereiche, wo hell und hell Dunkelheit gibt. Das ist das Phänomen der Interferenz, weil Licht ist eine elektromagnetische Welle und ein positives elektrisches Feld und ein negatives elektrisches Feld können sich auf Null addieren. Oder mit Wasserwellen, wenn Sie zwei Steine in den Neckar schmeißen, gibt es eine Stehwelle und da gibt es Bereiche, wo sich nichts bewegt. Es gibt zwei Wellen, aber die positive Geschwindigkeit der einen Welle und die negative Geschwindigkeit der anderen Welle addiert sich auf Null auf und das ist genau der Knoten der Stehwelle. Und genau dasselbe wollen wir jetzt mit atomaren Wellen machen. Zwei Farbbeutel, zwei Laserstrahlen, zwei Steine. Wir brauchen zwei Bose-Einstein-Kondensate. Und das war übrigens der Job von dem grünen Laser. Wir haben eine Bose-Einstein-Kondensation mit einem grünen Laser in zwei Teile zerschnitten. Ein grüner Laser hat eine repulsive Kraft und man kann den Laser sozusagen als
Lichtmesser verwenden, kann damit eine Atomwolke zerschneiden. Und jetzt haben wir zwei Atomwolken. Wenn wir alle Magnetfelder abschalten, dann fallen die Atomwolken herunter. Aber weil es etwas atomare Abstoßung in den Bose-Einstein-Kondensaten gibt, bewegen sich diese Atomwolken auch ineinander. Und jetzt kann man ein Schattenbild nehmen und kann hinschauen. Wenn sich zwei Atomwolken überlagern, hat man dann den Fall von der Farbe oder von dem Laserlicht? Und das haben wir beobachtet. Das heißt, das hier ist ein Schattenbild. Das Licht hat ein bisschen Rauschen. Man kann nicht sehr viel Licht nehmen, sonst würde man das Phänomen zerstören. Aber hier, wo sich die, man sieht noch so ein bisschen zwei Kondensate und die überlagern sich hier. Und hier in der Mitte ist ein Streifenmuster. Da, wo der Schatten ist, da sind die Atome, weil das das Schattenbild der Atome ist. Aber zwischendrin, zwischen zwei schwarzen Streifen, wo das Licht durchkommt, da sind keine Atome. Das heißt, was Sie hier sehen ist, dass in diesem Bereich haben Sie Atome von einer Welle, Atome von einer anderen Welle und sie addieren sich auf zu nichts. Genau wie Licht und Lichtdunkelheit ergibt. Und damit hatten wir in ganz glasklarer Weise gezeigt, dass das Bose-Einstein-Kondensat sich wie eine Welle verhält. Und wo ich ein paar Jahre später den Nobelpreis bekommen habe, hat das Komitee in Stockholm diese zwei Experimente herausgehoben. Die Beobachtung der Bose-Einstein-Kondensat mit dieser plötzlichen elliptischen Verformung und dieser ganz kalten Materie und dann dieses Bild, weil das hat die wesentliche Eigenschaft des Bose-Einstein-Kondensats gezeigt. Ich rede hier über die spannenden Phänomene und wie man sie im Labor entdeckt, aber ich möchte vielleicht hier mit einer Randbemerkung sagen, dass die Interferenz von Atomen ist sehr, sehr empfindlich auf Erdbeschleunigung. Und man kann damit in präziser Weise die Erdbeschleunigung messen, man kann Gravitation vermessen und man kann andere Präzisionsmessungen machen. Das heißt, hier dieses Phänomen, was hat praktische Bedeutung für Präzisionsmetrologie und sogar praktische Gravitationsmessungen, Navigationsmessungen. Okay, da mich das Phänomen der Kohärenz, Atome, die sich im Gleichschritt bewegen, wirklich begeistert, habe ich mir überlegt, wie kann ich das Ihnen zeigen? Gut, Sie haben gesehen, was für Maschinen man im Labor braucht, um diese Form der Materie zu erzeugen. Aber es gibt etwas Analoges, was ich Ihnen hier vorführen kann. Und zwar, ich kann Ihnen nicht zeigen, dass Atome im Gleichschritt marschieren, weil dafür bräuchte ich Nanokelvin-Temperaturen. Aber ich kann Ihnen zeigen, indem ich Ihnen Supraleiter vorführe, dass man sichtbar machen kann, dass Elektronen im Gleichschritt marschieren. Weil das geht mit Flüssigstickstoff. Und das geht folgendermaßen. Hier auf der Bühne habe ich natürlich keine Methode, um die Elektronen direkt sichtbar zu machen. Aber wenn viele Elektronen im Gleichschritt marschieren, dann gibt es einen Strom. Und dieser Strom hat keine Dissipation, weil sie im Gleichschritt marschieren, weil die Elektronen nicht mehr durcheinander. Nehmen Sie das Bild, wenn alles sich durcheinander bewegt, dann gibt es Stöße wie Leute auf der Hauptstraße, wenn sie ineinander rennen. Aber wenn sich alles im Gleichschritt marschiert, dann gibt es keine Dissipation. Ein superleitendes Metall hat keinen ohmschen Widerstand und der Strom fließt für immer. Also Elektronen im Gleichschritt bedeuten, Sie haben ein supraleitendes Magnet, Sie haben ein Netzgerät, Sie schalten einen Strom ein, dann können Sie das Netzgerät wegnehmen und der Strom fließt für immer, weil die Elektronen sich, wie in einem Bose-Einstein-Kondensat, im Gleichschritt bewegen. Und das Phänomen sehen Sie oder erfahren Sie indirekt in vielen Krankenhäusern, eine Kernspintomographie verwendet starke Magneten. Und diese starken Magneten sind im persistenten Mode. Da gibt es kein Power Supply, die werden einmal aufgeladen und dann für Tage, Wochen, Monate bewegen sie sich durch die Spule ohne jeden Widerstand. Und ich möchte Ihnen jetzt Folgendes zeigen, dass wenn wir supraleitende Materialien abkühlen, dann bewegen sich die Elektronen im Gleichschritt. Und wir sehen das durch das Magnetfeld, das sie erzeugen.
Aber bevor ich das mache, möchte ich Ihnen erst noch was anderes zeigen, was ich später brauche, um Ihnen die Supraleiter zu demonstrieren. Und das ist der Effekt von Wirbelströmen. Wenn man ein, hat gar nichts mit tiefen Temperaturen zu tun, aber wir sehen gleich, wo dann die Supraleiter eine Rolle spielen. Wenn wir einen Magneten nehmen und sich ein Magnet durch eine Kupferspule bewegt, dann gibt es, was man Wirbelströme nennt, aufgrund von Faradays Law, von Faradays Gesetz, wenn ein Magnet sich bewegt, dann ändert sich der magnetische Fluss durch den Ring und damit erzeugt man eine Spannung und die Spannung erzeugt einen Strom. So funktioniert ein Generator, so wird Strom erzeugt. Indem Magnetfelder zeitveränderlich sind, induziert man Spannungen und das ist der, und deshalb haben wir Elektrizität zu Hause. Was jetzt passiert, ist es aber das Folgende. Im Kupfer entsteht eine Spannung und ein Strom und der Strom erzeugt jetzt ein Magnetfeld und dieses Magnetfeld ist dem Magnetfeld des Magneten entgegengerichtet und deshalb, wenn der Magnetfeld fällt und man hat eine Kupferspule, wird der Fall verlangsamt. Das nennt man auch Wirbelstrombremse. Und das möchte ich Ihnen erstmal vorführen und dann ersetzen wir den Kupferleiter durch einen Supraleiter. Was ich hier habe, ist ein Kupferrohr. Und jetzt habe ich zwei Objekte. Sie wiegen dasselbe, sie haben dieselbe Form und sehen genauso aus. Eines ist magnetisch, ein anderes ist nicht. Das heißt, eines der Objekte wird einen Wirbelstrom erzeugen, das andere nicht. Wenn ich jetzt den Magneten hier reinstecke, oder Magneten, das Objekt, es fällt runter. Machen wir es nochmal. Jetzt nehme ich das andere Objekt und lasse es fallen. Das sind Wirbelströme. Der einzige Unterschied ist, dass dieses Objekt magnetisch ist. Es erzeugt Ströme im Kupfer und diese Ströme erzeugen ein Magnetfeld, das den Fall des Magneten verlangsamt. Gut, jetzt ersetzen wir den Kupferring durch einen Supraleiter. Und in einem Supraleiter unterhalb einer gewissen Temperatur bewegen sich die Elektronen im Gleichschritt. Das bedeutet, dass der Strom nicht wie in dem Kupfer zerfällt, sondern er ist permanent. In anderen Worten, wenn das Kupfer supraleiten würde, würde der Magnet schweben, weil die Kraft genau die Gravitationskraft entgegengesetzt ist und es gäbe keine Bewegung. Der Grund, warum der Magnet ganz langsam fällt, ist, weil der Strom aufgrund der ohmschen Widerstand im Kupfer langsam zerfällt und dann geht halt ganz langsam zerfällt der Strom und langsam geht der Magnet runter. Gut, jetzt gehen wir zur Kamera. Und schalten auf Kamera. Gut, ich habe hier einen blauen, ich kann das hier wegnehmen. Ich habe hier einen blauen Styroporbehälter und was da in der Mitte ist, die schwarze Scheibe, ist ein Hochtemperatur-Supraleiter und den kann man mit Flüssigstickstoff unterhalb der Phasenübergangstemperatur zu dem supraleitenden Zustand. Und jetzt möchte ich genau das Analoge machen, was ich mit dem Magneten und dem Kupfer gemacht habe. Nämlich, ich nehme einen Magneten und lass ihn heruntersinken auf den Supraleiter und jetzt wollen wir sehen, was passiert. Der Magnet wird, wenn er
Es waren zwei Magnete, die kleben immer zusammen. Nehmen wir einen Magnet. Der Magnet wird jetzt in dem Supraleiter Wirbelströme erzeugen. Und was ich Ihnen zeigen möchte, ist, dass die Wirbelströme nicht mehr zerfallen. Und deshalb schwebt der Magnet, wenn man es richtig macht, permanent. Experimente brauchen immer etwas Geduld. Ja. Danke. Jetzt. Moment. Gut. Das haben wir gerade gezeigt. Gut, fassen wir gerade zusammen, was wir gesehen und gelernt haben. Wir haben dieses schwarze Stück von Kupferkeramik, das ist ein Supraleiter. Wir kühlen es herunter. Ich habe es mit Flüssigstickstoff unterhalb des Phasenübergangs gebracht. Deshalb ist es jetzt supraleitend und das bedeutet, die Elektronen bewegen sich im Gleichschritt. Wenn ich den Magneten runter tue, werden die Elektronen beschleunigt. Aber da sie sich im Gleichschritt marschieren, bedeutet es, dass wir hier einen Strom haben. Der Strom hat keinen elektrischen Widerstand und ist deshalb persistent. Dieser Strom kreiert ein magnetisches Feld und deshalb schwebt der Magnet permanent. Das heißt, permanent heißt, solange wir Flüssigstickstoff haben. Wenn sich der Flüssigstickstoff verdampft und der Magnet die schwarze Scheibe sich aufwärmt, dann geht sie überhalb der Phasenübergangstemperatur, dann gibt es Widerstand und der Strom erlischt. Gut, das kann man, und das habe ich Ihnen auch so das bewusst so gezeigt, dieses Phänomen kann man erklären mit einfach zwei Konzepten. Faradays Gesetz der Induktion und dem Prinzip der Wirbelströme und einfach sagen, die Wirbelströme haben jetzt keinen Widerstand. Aber Supraleitung hat noch wesentlich tiefere Phänomene und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Also was ich Ihnen bisher gezeigt habe, lässt sich mit Wirbelstrom und verschwindender Widerstand erklären. Aber die Erklärung beim Supraleiter geht tiefer und deshalb möchte ich Ihnen jetzt folgendes Experiment zeigen. Ich werde nicht den Supraleiter erst abkühlen und dann den Magneten langsam herunterlassen, damit erzeuge ich Wirbelströme. Ich mache jetzt folgendes Experiment. Ich nehme den Supraleiter, tue den Magneten drauf und dann kühle ich ab. Nichts bewegt sich. Der Magnet bewegt sich nicht. Also es gibt keinen Grund für Faradays Induktion. Aber wenn ich abkühle, werden Sie Folgendes sehen. Der Magnet springt nach oben. Das möchte ich Ihnen zeigen und dann, oder vielleicht sollte ich Ihnen gleich die Erklärung geben, am Phasenübergang, das kann man jetzt nicht mehr mit Wirbelströmen erklären, sondern das hat was mit der fundamentalen Eigenschaft von Supraleiter zu tun, dass Supraleiter möchten Magnetfelder verdrängen. Sie sind ganz starke Diamagneten, die keine Magnetfelder innerhalb des Supraleiters dulden. Und dadurch, und das bedeutet, an der Oberfläche entstehen jetzt supraleitende Ströme, die das Magnetfeld kompensieren und dieses Magnetfeld führt zum Schweben des Magneten. Und das nennt man den Meissner-Effekt. Und der Meissner-Effekt ist sozusagen viel wichtiger als Phänomen der Supraleitung, weil er tiefer geht. Und der Wirbelstromeffekt kann man von diesem Effekt auch ableiten. Aber ich möchte Ihnen das jetzt zeigen. Also wieder Kamera. Jetzt neues Experiment. Der Magnet haben wir weg. Wo ist... Gut, hier haben wir einen warmen Supraleiter. Den platziere ich jetzt. Und jetzt nehme ich einen kleinen Magneten. Alles ist noch warm und tue ihn oben drauf.
Da gibt es den kleinen Silbermagneten, der ist auf dem schwarzen Supraleiter. Und jetzt kühlen wir ab. Experimente sind immer spannend. Also hier haben Sie etwas gesehen, was Sie nicht mehr mit Wirbelströmen erklären können. Das ist der berühmte Meissner-Effekt, der eines der wesentlichen Charakteristika von Supraleitern ist. Okay. Dieser Effekt bedeutet, dass man eine abstoßende Kraft hat. Eine abstoßende Kraft zwischen dem Supraleiter und dem Magneten. Und wenn ich jetzt den Magneten nehme und es herumdrehe, würde der Magnet herunterfallen. Weil diese Flussverdrängung, der Supraleiter möchte einfach kein Magnetfeld haben, er möchte das Magnetfeld verdrängen. Und wenn der Magnet runterfällt, ist kein Magnetfeld mehr da. Aber auf diese Weise, wenn der Magnet hier steht, die einzige Möglichkeit, das Magnetfeld zu verdrängen, ist über das Antimagnetfeld, was zum Schweben führt. Aber es gibt noch weitere interessante Sachen. Und zwar, was ich Ihnen bisher beschrieben habe, ist mit den schwebenden Magneten, dass ein Supraleiter hier in blau gezeigt, verdrängt ein Magnetfeld. Und in dem Sinne muss man sagen, er verdrängt das Magnetfeld, indem er über supraleitende Ströme ein Magnetfeld erzeugt, dass das Magnetfeld hier im Inneren kompensiert. Dann ist das Feld null und wir sehen außerhalb das veränderte Magnetfeld aufgrund der Abschirmströme im Supraleiter. Das ist der normale Meissner-Effekt, den ich Ihnen hier illustriert habe. Aber es gibt viele Supraleiter, bei denen der Meissner-Effekt, es gibt diese sogenannten Typ-2-Supraleiter, die nicht nur den Meissner-Effekt zeigen, sondern die es erlauben, den Magnetfluss einzudringen. Da gibt es kleine Bereiche, die nicht mehr supraleitend sind und da wird der magnetische Fluss konzentriert. Das ist also ein anderes Phänomen. Und was dann die Konsequenz davon ist, das bedeutet eigentlich, dass hier diese Flusslinien sozusagen in dem Supraleiter gepinnt werden. Die sind wie Velcro, bleiben die Flusslinien werden praktisch von dem Supraleiter festgehalten und eingefroren. Und das nennt man Flux-Pinning. Und das möchte ich Ihnen jetzt demonstrieren. Also in dem Sinne ein anderer Effekt jenseits des Meissner-Effektes. Man nennt ihn Flux-Pinning und es bedeutet, Magnetfelder werden nicht nur verdrängt in Supraleitern, sondern können eingefroren werden. Und aufgrund Verunreinigung im Supraleiter sind sie dann fest eingefroren und wollen sich nicht mehr bewegen. Und das kann ich Ihnen jetzt demonstrieren. Es gibt einen schönen Effekt. Hier habe ich eine supraleitende Scheibe, die diesen Effekt zeigt. Und ich möchte Ihnen das jetzt damit demonstrieren, dass ich... Oh, danke. Kamera, natürlich. Ja. Also hier haben wir den Supraleiter, Flüssigstickstoff vom Gleich. Das ist ein kleiner Abstandshalter, hat keine besonderen Eigenschaften. Und jetzt nehme ich den stärkeren Magnet und lege ihn oben drauf. Und jetzt brauchen wir Flüssigstickstoff.
Vergessen Sie in keinem Moment, das sind alles Phänomene, die nur deshalb möglich sind, weil die Elektronen sich wie eine Welle im Gleichschritt bewegen. Das sind makroskopische Quantenphänomene. Das ist Quantenphysik. Oft denkt man, Quantenphysik gibt es nur im mikroskopischen Bereich. Aber das ist makroskopische Quantenphysik. Gut, jetzt möchten wir schauen, ob sich das abgekühlt hat. Gut. Der Meissner-Effekt ist eine rein abstoßende Kraft aufgrund der Verdrängung des Magnetfeldes. Aber jetzt habe ich beim Abkühlen diese Flusslinien beim Abkühlen eingefroren. Und Sie sehen jetzt, dass es ist nicht mehr abstoßend. Ich kann drauf drücken. Ich kann wirklich fest drauf drücken und ich kriege den Magneten nicht weiter ran. Ich kann ihn auch mit diesem Ding nach oben ziehen. Es ist eine Kraft, es ist wie mit unsichtbaren Magnetlinien sind die zwei Objekte verbunden, aber mit einem Abstand, weil die Magnetlinien ganz fest eingefroren sind. Das heißt, jetzt ist diese magnetische Kraft nicht nur abstoßend aufgrund dem Flux-Pinning, ist es wirklich wie eine fast starre Verbindung des Magneten mit dem Supraleiter. Machen wir das nochmal in einer anderen Konfiguration. Ich muss das nochmal. Schwebt noch, ich höre. Ich habe allen flüssig. Ja, jetzt ist. Ein bisschen aufpassen, ist kalt. Okay, nicht mehr supraleitend. Jetzt möchte ich es wieder machen und Ihnen. Das ist meine letzte Demonstration für heute. Ich möchte Ihnen ein magnetisches Lager demonstrieren. Sie wissen ja über die Bedeutung von Kugellagern. Ich meine, vieles muss sich drehen ohne Reibung. Kugellager sind wichtig für Maschinen und Motoren. Und das ultimative Lager wäre ein Lager ohne jeden Kontakt zwischen Materialien. Und das sind magnetische Lager. Ich möchte Ihnen jetzt zeigen, hier eine Demonstration für ein magnetisches Lager, wo ich diese zwei Objekte sind durch magnetische Flusslinien zwischen dem Supraleiter und dem Magneten miteinander verbunden. Und jetzt schwebt es. Und hier habe ich jetzt ein Stück Aluminium, also es ist nicht mehr ein ganz leichtes Objekt. Ich möchte es jetzt hier oben drauf tun. Und wenn noch alles klappt, kann ich es jetzt drehen. Das ist im Wesentlichen eine fast völlig reibungsfreie Rotation, wo ich den Magnetismus und Supraleitern verwende, um ein magnetisches Lager zu erzeugen. Gut. Gut, vielleicht um zusammenzufassen und noch ein paar Dinge zu erwähnen. Die Supraleiter, die ich Ihnen gezeigt habe, sind diese berühmten High-Temperature-Supraleiter, das ist YBCO. Es hat eine Übergangstemperatur von minus 380 Celsius oder 90 Kelvin und mit Flüssigstickstoff erreiche ich 77 Kelvin. Ich konnte also etwa 10 Grad unter die Übergangstemperatur bekommen. Ich habe Ihnen den Meissner-Effekt gezeigt. Beide sind dasselbe Material. Also beide zeigen im Prinzip sowohl den Meissner-Effekt als auch das Flux-Pinning. Aber die ersten Supraleiter, die ich Ihnen gezeigt habe, sind polykristallin mit kleinen Körnern drin, während
der Supraleiter, der noch supraleitend ist, ist eine einzelne Domäne, ist ein Einzelkristall. Er hat einen sehr großen kritischen Strom und bei diesem Supraleiter ist das Fluxpinning mehr ausgeprägt. Gut, ich habe Ihnen also jetzt ein paar Phänomene gezeigt, die passieren, wenn Elektronen sich im Gleichschritt bewegen. Wir haben persistente Ströme gesehen, Ströme, die nicht zerfallen. Wir haben den Phasenübergang zu einem diamagnetischen Material gesehen, das war der Meissner-Effekt. Und wir haben Fluxpinning gesehen. Wir haben gesehen, dass Fluxpinning jetzt auch Stabilität in alle Richtungen hat, seitliche Stabilität. Es gibt attraktive und repulsive Kräfte und man kann damit eine eben magnetische Levitation und Magnetic Suspension realisieren oder ein magnetisches Lager. Gut, es ist die Stunde fast um. Experimente dauern immer Zeit. Ich würde vorschlagen, dass ich Ihnen noch eine kurze Zusammenfassung gebe über was im Moment in der Forschung mit diesen kalten Atomen passiert. Vielleicht nicht alles zeigt, was ich vorbereitet habe, aber sagen wir etwa 5 bis 10 Minuten und dann können wir Fragen beantworten. Ja. Okay, also zurück zu den Atomen, zurück zum Bose-Einstein-Kondensat, Atome, die im Gleichschritt marschieren. Wir haben einfach Atome abgekühlt und was wir gefunden haben, ist ein neues Material. Und plötzlich, wir waren Atomphysiker, wir haben uns eigentlich mit einzelnen Atomen beschäftigt, aber plötzlich sind die Atome so kalt, dass sie ein neues Material bilden. Und man kann jetzt gezielt diese altkalten Atome, weil die so langsam sind oder buchstäblich stillstehen, kann man jetzt wie Lego-Bausteine verwenden und sie zu etwas Neuem zusammenzusetzen. Und diese Möglichkeiten, wenn es nur um die Bose-Einstein-Kondensat gäbe, wäre das Gebiet nicht mehr aktiv. Aber das Bose-Einstein-Kondensat hat Atome zu dem Punkt gebracht, dass man sie jetzt in vielfältiger Form neu zusammensetzen, neu orientieren kann und damit viele neue Materialien erforschen kann oder sogar ganz neue Materialien entdecken kann. Und wenn Sie das Bild haben wollen von Legosteinen, die Atome sind jetzt Legosteine, die sind so kalt, mit elektrischen und magnetischen Feldern und Laserstrahlen kann man sie jetzt sozusagen anfassen, modifizieren und so weiter. Das alles muss natürlich in der Vakuumkammer passieren. Also die Experimente, die wir jetzt seit vielen Jahren machen und auch noch für viele Jahre fortführen müssen, und übrigens gibt es auch an der Universität Heidelberg 3 Arbeitsgruppen von Herrn Jochim, Herrn Weidemüller und Herrn Obertaler, die mit diesen kalten Atomen neue Phänomene haben. Und im Prinzip machen wir alle dasselbe, wir erzeugen kalte Atome, aber dann verwenden wir Laserstrahlen, Radiowellen, Mikrowellen und weil wir genau wissen, was diese Laserstrahlen und Mikrowellen mit den Atomen machen, können wir hier das Bose-Einstein-Kondensat in was ganz anderes umwandeln. Lassen Sie mich ein Beispiel dafür geben, weil ich weiß, was ich gesagt habe, war abstrakt und es hat damit was zu tun, dass viele Formen der Materie sind kristallin und natürlich wollen wir, wenn wir können, mit unseren kalten Atomen auch neuartige kristalline Materialien erforschen. Wie können wir den Atomen eine Kristallstruktur geben? Gut, in der Grundlagenforschung macht man immer die einfachen Sachen, weil die sind schon schwierig genug. Und da hat man gerade die Chance, es zu machen und auch voll zu verstehen. Deshalb einen so wunderschönen Kristall werde ich nie aus kalten Atomen herstellen. Wir machen einfache Kristalle, wie zum Beispiel Kochsalz, was eine kubische Symmetrie hat, weil die können wir machen, indem wir Laserstrahlen verwenden. Es geht also darum, ein periodisches Potenzial oder eine periodische Kraft zu haben, wo die Atome dann periodisch angeordnet werden. Und das können wir mit Laserstrahlen machen. Wenn wir 2 entgegenläufige Laserstrahlen haben, bilden sie eine Stehwelle. Das heißt, man hat hier einen Bereich, wo hell, dunkel, das bedeutet aber auch starkes elektrisches Feld, kein elektrisches Feld, starkes elektrisches Feld, kein elektrisches Feld. Und die Atome werden von elektrischen Feldern genauso angezogen, wie Eisenstaub von einem Magnet angezogen wird. Das heißt, wenn Sie jetzt hier Atome reinschmeißen, die werden sich dann periodisch anordnen. Das kann man natürlich mit 4 Laserstrahlen auf 2 Dimensionen ausdehnen und natürlich auch auf 3 Dimensionen.
Und was die Atome sehen, sie sehen ein Potenzial, ein elektrisches Potenzial, was genau dasselbe ist wie dieses Potenzial, wie ein Eierkarton für Eiers. Es gibt Plätze, da ist die potenzielle Energie am niedrigsten und da wollen die Atome hingehen. Und das kann man hier mit dem Mikroskop sehen. Hier ist ein Mikroskop, das einzelne, es wird ein Mikroskop verwendet, das einzelne Atome auflöst. Man hat hier diesen Eierkarton aus Laserstrahlen und Sie sehen jetzt, wie sich die Atome anordnen. Die sind nicht, das sind jetzt also nur eine geringe Zahl von Atomen, geringe Dichte, und die ordnen sich aber genau auf diesem quadratischen Muster an. Das ist natürlich, das ist nicht besonders interessant, aber das zeigt, es funktioniert. Jetzt, warum nehmen wir nicht Eier und Eierkartons? Das wäre sogar billiger. Der Grund ist, wir wollen quantenmechanische Phänomene studieren. Und was Atome können tunneln. Die können sozusagen durch die elektrische Wand gehen. Das wäre wie ein Ei, das auf den nächsten Platz springt, aber es ist nicht hochgesprungen, es geht buchstäblich durch die Wand. Das ist quantenmechanisch, weil Wellen können nicht abrupt stoppen. Wellen propagieren ein bisschen in den Bereich hinein, wo sie eigentlich nichts zu suchen haben. Und wenn der Bereich kurz genug ist, kommen sie auf der anderen Seite wieder raus. Es ist ein Wellenphänomen. Und das kann man hier mit Atomen zeigen. Was hier mein Kollege in Harvard gemacht hat, ist, der hat hier mehrere Reihen Atome erzeugt, die sind in diesen quadratischen Gittern, aber weil die Laserstrahlen in der Richtung sehr stark sind, können sich die Atome nur in dieser Richtung bewegen. Und wenn man jetzt die Atome hier präpariert, das ist eine Kunst, einzelne Atome so hinzustellen und dieses Bild zu machen, aber da, ich möchte es ganz einfach halten, aber jetzt erlaubt man den Atomen, sich in diesem Gitter auszubreiten und sie gehen wirklich durch die Wand. Und dann sehen Sie, sie breiten sich aus. Jetzt, was Sie hier sehen, ist auch was ganz Besonderes. Man hat, die Atome sind eine Welle, sie breitet sich aus und für jede Reihe ist die Welle dieselbe, aber das Atom delokalisiert. Und wenn Sie dann ein Bild nehmen, dann tritt der quantenmechanische Messprozess findet statt, wo man das Atom in dieser ausgebreiteten Welle zufallsmäßig mal hier, mal hier, mal hier sieht. Was Sie also hier sehen, ist nicht, dass es hier eine Randomness, eine Zufallsverteilung in der Dynamik gab, sondern die Welle ist gleichförmig in jeder Reihe, aber dann muss das Atom sozusagen sichtbar gemacht werden und das Atom kann nur einem Platz sein und es findet halt irgendwo, findet man dann, was kompatibel ist mit der Wahrscheinlichkeitsverteilung der ausgedehnten Welle. Aber jetzt möchte ich Ihnen zeigen, dass es wirklich eine Welle ist. Wenn wir also die Atome sich ausbreiten lassen, was Sie hier sehen, und jetzt lasse ich Sie einfach etwas länger sich ausbreiten. Sie breiten sich aus. Und Sie kommen wieder zurück. Es ist also hier keine zufällige Sache. Die Atome sind Wellen und was passiert ist, Wellen interferieren. Und genau bei dieser Zeit tritt ein Interferenzmuster aus, wo all die Wellen eine konstruktive Interferenz zeigen, nur am Ausgangsplatz und nirgendwo anders. Das ist wirklich, alles war kohärent, es war eine einzige Welle. Wenn das nicht wäre, könnte diese komplette, perfekte Interferenz, das Zurückkehren zum Ausgangsplatz, nicht stattfinden. Für die Physiker, das sind Bloch-Oszillationen in einem Gitter mit einer Kraft. Gut, ich habe jetzt davon geredet, von Atomen in diesen Eierkartons. Das Interessante ist, und das möchte ich jetzt in den letzten paar Minuten noch, ich zeige noch zwei, drei Slides, sagen. Das Interessante kommt natürlich, wenn der Eierkarton voll ist. Dann, gut, für Eier wissen Sie, was passiert. Und wenn Sie noch mehr Eier reintun, wissen Sie auch, was passiert. Für Atome passiert das Folgende. Wenn man diese Situation hat, kommt es darauf an. Wenn die Atome sich abstoßen, dann verhalten sie sich wie Eier. Jedes möchte seinen Platz haben. Wenn die Atome sich nicht abstoßen, dann wollen sie die Freiheit haben, sich rumzubewegen, weil sich rumzubewegen erniedrigt die Energie eines quantenmechanischen Systems und dann machen sie das. Und es macht ihnen nichts aus. Die Energie, die sie gewinnen, indem sie sich rumbewegen, ist größer als die Energie, die sie manchmal verlieren, wenn sie sich gegenseitig abstoßen.
Das heißt, man kann jetzt als Funktion der Abstoßungskraft der Atome einen Quantenphasenübergang sehen, der nicht bei einer gewissen Temperatur stattfindet, sondern sogar am absoluten Nullpunkt, wo plötzlich ein supraflüssiges System sich in einen Insulator verwandelt. Und das ist spannend. Das kann man hier in einer ganz kontrollierten, reinen Form machen und einfach als Indiz, das sind die Dinge, die wir machen, und jetzt gehen wir natürlich noch weiter, aber ich schätze, dass mehr als 1000 Veröffentlichungen über dieses System geschrieben wurden, weil das ist etwas, was man völlig verstehen kann, und damit macht man Fortschritt im Verständnis der Materie. Und das ist, was wir mit kalten Atomen machen. Wir machen etwas, was so einfach aussieht, was ich Ihnen sogar relativ einfach erklären kann. Aber dann das mathematisch und quantitativ zu verstehen, da kommt die Wissenschaft weiter. Als allerletztes nur sozusagen als Beispiel, dass wir auch ganz neue Materialien machen, möchte ich Ihnen nur erwähnen, gar nicht mehr zeigen, was wir kürzlich gemacht haben. Wir haben eine neue Form der Materie hergestellt aus kalten Atomen mit unseren atomaren Legos, die es bisher in der Natur noch überhaupt nicht gab. Etwas, was suprasolide ist. Es ist gleichzeitig, es ist ein Gas, eine Flüssigkeit, ein Festkörper, alles gleichzeitig. Wenn ich das Studenten am Gymnasium erzähle, freuen sie sich immer, weil sie, ja, und was unser Lehrer sagt, stimmt nicht. Weil jeder lernt, es muss in Gas, in Flüssigkeit oder Festkörper sein. Das ist etwas, was alle drei Aggregatzustände gleichzeitig hat. Es zeigt nur, moderne Materialien gehen weit über das hinaus, was sie in der Schule gelernt haben. Aber auch festflüssig zu sein, Sie kennen ja alle die Flüssigkeitskristalle, die flüssig und kristallines vereinigen. Und wenn man drei Dimensionen hat, x, y, z, kann man ziemlich leicht etwas herstellen, was in der einen Richtung wie eine Flüssigkeit ist, in der anderen wie ein Gas und in der dritten wie ein Festkörper. Also dass man mehrere Aggregatzustände sozusagen gleichzeitig hat oder die Eigenschaft mehrerer Aggregatzustände ist einfach. Aber das Besondere war hier, dass viele Leute haben gedacht, ja, flüssig und fest kann sein, aber supraflüssig und fest, das geht nicht. Und eine Supraflüssigkeit, das sind wie, ich habe Ihnen diesen Cartoon gezeigt, der kleinen Männchen, die sich wie eine Welle verhalten. Supraflüssigkeit bedeutet, dass man eine kohärente Welle hat. Und ein Festkörper, wie ein Kristall ist, da ist sozusagen jedes Atom lokalisiert. Und Sie sehen, diese beiden Cartoons sehen eigentlich fast so aus, als ob man sie nicht gleichzeitig haben kann. Es gibt manche Dinge im Leben, wo es ist entweder oder. Aber Physiker denken drüber nach und Theoretiker haben vorgeschlagen, dass es die Möglichkeit geben sollte, das zu vereinigen. Und das haben wir dann auch im Labor gemacht und das ist ungefähr so geschehen. Aber das ist vielleicht eine Geschichte für ein andermal. Lassen Sie mich zusammenfassen. Ich habe Ihnen gezeigt, habe Ihnen zumindest einen Geschmack dafür gegeben, was bei tiefen Temperaturen passiert und dass hochinteressante Phänomene eintreten. Wir verwenden die tiefen Temperaturen, um neue Materialien zu entdecken, neue Eigenschaften zu erforschen. Und ich denke, manchmal in unseren Experimenten wollen wir einfach ausprobieren, was hat die Natur von sich aus nicht realisiert, was ist aber möglich. Und diese Ideen und diese Konzepte, das sind die Grundlagen für die Technologie von übermorgen. Es ist nicht nur übermorgen, wir reden heute sehr viel von Quantentechnologien. Es gibt Milliarden Programme in einem European Flagship für Quantentechnologien. Diese Quanteneffekte, von denen ich Ihnen ein paar gezeigt habe, Quanteninterferenz, kalte Atome, die werden jetzt eingesetzt in Instrumenten für Metrologie. Sie werden eingesetzt, um hochempfindliche Messungen zu machen. Und es gibt inzwischen auch immer mehr Interesse, auch von der Industrie, diese Phänomene für hochspezialisierte Produkte zu verwenden. Diese Phänomene sind auch, die ich Ihnen hier geschildert habe, die Grundlagen von einem Quantencomputer. Und wenn ich über neue Materialien geredet habe, das geht manchmal unter dem Begriff einer Quantensimulation, also die Gase so zu verändern und dann rauszufinden, was ihre Eigenschaften ist, das kann man auch als analog Quantencomputer betrachten. Und deshalb sind meine Arbeiten und meine Forschungsgruppe auch Teil von diesem größeren Gebiet der Quantentechnologien, von denen Sie wahrscheinlich schon viel in der Zeitung lesen und auch immer mehr hören würden. Aber hiermit bin ich am Ende meines Vortrags und ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.